Hallo liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen alle zusammen. Wir sind wieder live aus Antalya Sida, aus eurer Lieblingsstadt, aus eurer Lieblingsurlaubsort, hoffe ich mal. Aus Antalya Sida. Und wir fahren jetzt gemeinsam Richtung Gündoğdu, Çolakkale, Evrenseki, weil dort hat es ein bisschen gebrannt, glaube ich, heute, ein Hotel. Und ich wollte erst direkt hin, aber boah, ich sterbe hier, Hasser, ich krieg keine Luft, meine Tasche erwürgt mich. Nein, nicht warm. Die Tasche, warte. Ja, auf jeden Fall, ich wollte dahin. Ich habe meine Weste schnell angezogen. Danke, Hasser, du bist so lieb, ja. Danke. Auf jeden Fall, ich wollte dahin fahren, da wo es noch gebrannt hat, aber dann habe ich mir gesagt, ich will nicht, weißt du, so als schaulustiger Mensch da sein, auch wenn das mehr Klicks gibt, aber darum geht's nicht, es geht um Mensch bleiben. Und jetzt fahren wir dahin im Nachhinein und mal gucken, ob wir das Hotel jetzt finden und gucken, was da eigentlich so passiert ist, ein paar Fragen stellen, wenn sie uns Fragen lassen. Und unterwegs sehen wir sicherlich ganz viele andere schöne Hotels. Du kannst fahren, Hasan. Ich bin am Lenken. Achso. Aber jetzt geht's los, Freunde. Jetzt vertrauen wir, ich bin bereit, jetzt vertrauen wir den Hasan und der fährt uns. Und ich habe einen Gimbal dabei. Jetzt geht's los. Fahr hier da lang eigentlich, ja. Und dann fahren wir einfach Richtung Gündoğdu. Weißt du, wie das Hotel hieß? Von Sirenis? Sensitivity oder irgendwie so, ne? Irgendwie sowas in der Art. So, hallo aus dem kalten Hamburg. Liebe Grüße nach Hamburg. Ja, Freunde, ihr seht, Türkei geht ab. Überall nett besucht. Den Leuten geht's gut. Hallo, hallo, hallo. Und wir fahren jetzt zu dem Hotel, was heute mal gebrannt hat. Mal gucken, ob wir das von außen wenigstens ansehen können und gucken, was da passiert ist. Merhaba, liebe Optik. Wie gesagt, ich wollte eigentlich da, wo es noch gebrannt hat, vorbeischauen. Aber so auf Schaulustig und so, das finde ich nicht schön, wenn da was passiert und man ist dann so dabei mit am Filmen. Das ist nicht schön. Und deswegen bin ich jetzt doch mal eine Runde hingucken, welches Hotel das war, wo in der Nähe das war, damit man das halt einschätzen kann und damit ihr auch ein bisschen Informationen habt, sag ich mal. Hallöchen aus München-Gladbach. Hallo. Hallo Mohammed, liebe Grüße von Michael und Ina. Liebe Grüße zurück. So, wir sind jetzt in Evrenseki. Hier ist auch von Dream Hotel so ein Einkaufszentrum. Und Freunde, es ist ziemlich kalt jetzt, ey. Gefühlte. Also jetzt auf dem Roller ist gefühlte 10 Grad für mich, 15 Grad. Also so fühlt sich sich an für mich. Ist echt kühl. Hasan hat auch eine Weste gekauft. So eine Weste, aber die sieht echt hammergeil aus bei Hasan. Du hast sie mir geschenkt. Dankeschön, Chef. Ach Mensch, du hast ja schon. Hasan ist einer, ja. Noch 9 Tage, dann sind wir in der Türkei. Super, René. Hallo Frank, hallo. Aber heute ist echt schon, wo ich sagen kann, so ist schon ein bisschen kühler am Abend, ja. Nee, mir ist gut, ich habe doch Weste an. Hasan, es ist rot. Jetzt aber grün. Jetzt grün. Hier ist auch ein Crown-Palast. Ach, ein Crown-Hotel, Crown. Einer von den Hotels hat gebrannt heute. Und mal gucken, ob wir ein bisschen Informationen bekommen werden. Oder? Hallo aus Leipzig, LG aus Lübeck. Liebe Grüße zurück, Manuela. Hallo Ulrike. Hallo Sonja Müller. Freunde, wer weiß, wo das Hotel genau ist, der kann dann auch schreiben. Geradeaus, rechts, links, in die Mitte. Nochmal herzlich willkommen alle Live-Zuschauer. Wir fahren jetzt zu einem Hotel, was leider gebrannt hatte heute und da wo es gebrannt hat und ich wollte tagsüber eigentlich da hinschauen, aber wir wollten nicht so jetzt mit Kamera davor stehen, während da andere Menschen vielleicht schwer haben oder arbeiten, wollten wir nicht jemanden behindern. Dann habe ich mir gesagt, wenn alles gelegt ist, dann fahre ich vorbei und schau mal. Also ich denke, dass jetzt alles gelegt ist.
kommen morgen Abend an. Super. Freunde, wenn ihr in der Türkei seid, denkt an Freunde der Sonne. Und macht irgendwelche Touren mit uns, Freunde. Wir haben auch Privattouren, auch zum Beispiel mit einem Quad. Wer alleine ist, kann mit mir alleine mit einem Quad wirklich eine Action-Parcours fahren. Da fahren wir zusammen, geht auch nur eine Stunde. Wer Lust hat, zwei Stunden, gibt's alles Mögliche. Ja, und wir können die Ausflüge nach euren Wünschen machen, Freunde. Hier ist der Ottoman Shopping Center. Und natürlich Flughafentransfer haben wir auch. Könnt ihr über WhatsApp balten, dann halt schreiben einfach unserem Flughafendienst. Guten Abend aus Duisburg. Schön, dass du wieder da bist. Pass auf dich auf. Danke, liebe Grüße auch. Komm auch aus Brandenburg. Wo kommt sie genau? Ich komme aus Türkei. Oder war das für jemand anderes geschrieben? So, jetzt sind wir hier in... Evrenzek Himanov. Evrenzek Himanov. Muss ja genau sein. Und wo ist das Hotel, Hasan? Weißt du das? Okay. Bei Gündoğdu, ganz hinten. Ah, da wo die letzten Hotels sind fast. Okay. Okay, nochmal alle herzlich willkommen, Live-Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin's, Mohamed und Hasan aus der Türkei. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und es reimt sich jetzt auch schon. Und wir fahren jetzt zu den Crown Sensitivity oder irgendwie so heißt das. Und da hatte das heute leider gebrannt. Und da haben wir gesagt, schauen wir mal vorbei. Vielleicht kriegen wir ein paar Informationen. Wie Carla Kolunda oder wie die heißt die. Kennst du das, Hasan? Carla Kolumba oder Kolunda vom Baby Blocksberg? Baby. Nee, Benjamin Blümchen. Hasan, wie du kennst dich Benjamin Blümchen? Hast du Benjamin Blümchen gehört als Kind? Schwör, sei ehrlich. Wen hast du noch gehört? Welche Hörspiel? Warte, ich sag's dir gleich. Lass mich 5 Minuten überlegen. Er muss 5 Minuten überlegen. Carlo Kolumba, die rasende Reporterin. Hallo nochmal alle, herzlich willkommen zum Live-Video. Ich hab... Super. Viele liebe Grüße aus Menden. Liebe Grüße zurück nach Menden. Wir fahren jetzt Richtung Gündoğdu, Çolakli. Wie viele Personen können ihr mit einem Auto abholen vom Flughafen? Wir können bis zu 19, 20 Personen. Wenn es noch mehr sind, schicken wir mehrere Autos. Das ist kein Problem. Aber wir fahren ja VIP mit so einem Vito und da ist nochmal Platz ungefähr für 5 Leute, 6 Leute bequem. Sonst schicken wir 2, 3 Vitos, Autos, Mercedes. Boah, riechst du das? Es riecht verbrannt. Irgendwie riecht es schon verbrannt. Hä? Es kann sein, dass es immer noch brennt, aber ich glaube nicht, ja. Weil die Türkei ist jetzt wirklich schon sehr schnell bei Sache Feuer. Aber es riecht echt nach ein bisschen Feuer. Das Hotel ist gegenüber von der Moschee. Hasan? Nicht, dass wir daran vorbeigefahren sind. Hinter Çolakli. Weiter, wir müssen weiter. Ja, ja, weiter. Ey, Freunde, ich sag euch ohne Spaß, ne? Es ist jetzt ungefähr 10 Grad in der Luft, glaube ich, jetzt bei dem Wind hier. Richtig kühl ist es. Also jetzt gerade. Die Deutschen laufen zwar mit T-Shirt rum, aber auf dem Roller ist es kühl. Am Tage war es verdammt heiß, ich war sogar schwimmen. Aber ich sag so, wenn ihr Roller fährt abends, auf jeden Fall eine Jacke anziehen. Hä? Nee, ich hab doch Jacke an. Ich hab Jacke, Weste, 2 T-Shirts, Pullover. Ich weiß nicht, ich bin fett angezogen. Bei Kälte bin ich vorsichtig. Evrenzeki Salam, liebe Grüße nach Evrenzeki. Oh, Alter, wo kommt die Kälte her? Hä? Ist dir kalt? Hasan ist kalt geworden. Ja, du musst nicht aushalten, ey. Das ist kein Spaß mit der Kälte manchmal. Vor allem auf Roller. Hasan zieht eben eine Jacke an.
Dann fahren wir weiter. Nochmal herzlich willkommen alle Live-Zuschauer. Mensch, wir sind heute 400 Live-Zuschauer. Da kommt Sehnsucht auf. Ja, wie gesagt, Freunde, so beim Laufen ist überhaupt nicht kalt jetzt. Aber bei der Fahrt, irgendwas ist da. Irgendwas ist da, ist schon Dings. Und da, wir gucken einmal kurz, wo das Hotel genau ist. Hopp! Die Kamera. Kamera war zu halt so, okay. André, hallo, liebe Grüße an Hassan von Michael und Ina. Liebe Grüße, Hassan von Michael und Ina. Michael, wie geht's dir? Gut. Danke nochmal fürs Essen, ja? Kennst du die noch? Ja, wir haben doch zusammen gegessen bei Dennis Bar, bei Atlantis Bar. Ah, die das mit uns gegessen? Ach, Entschuldigung, ja, ja. Dankeschön, ja. Bravo, Hassan, ja. Du bist wie ein Computer, ja. Hast du kein Google Map auf dein Handy, Hassan? So, jetzt geht's los. Oh, jetzt. Als ob ich ins Skigebiet war. Nein, Freunde, ich will euch keine Angst machen. Es ist wirklich verdammt warm in der Türkei. Heiß am Tage. Schön warm. Ich war schwimmen auch. Die Sonne knallt immer noch. Aber jetzt am Abend, wenn ihr irgendwo rausläuft oder fährt mit dem Roller, auf jeden Fall, vor allen Dingen heute, eine Dingsanziehjacke. Ist das Shopping Kibarolo, Shopping Center Kibarolo. Hier sind die Einkaufsstraßen. Hassan, du hast doch gar keine Jacke angezogen jetzt. Ja, ich habe zu Hause vergessen. Oh, der Arme, der hat die Jacke zu Hause vergessen, sagt er gerade. Hassan. Hilft schon. Fahr langsam, fahr da nicht so schnell, nicht, dass du krank wirst. Wir sind gerade angehalten, Hassan wollte ja seine Jacke anziehen, aber im Roller war doch keine, sagt er gerade. Aber der hat so eine fette Weste an. Hast du die zu vorne? Mach doch die Weste zu bis oben. Du musst das dein Hals schon. So, jetzt haben wir seine Weste ganz hoch gemacht. Jetzt können wir Gas geben. Hier ist das Glamour Hotel. Freunde, ihr könnt uns auch mal auf YouTube besuchen. Zida Antalya, Freunde der Sonne heißt die Seite. Da könnt ihr ein Abo dalassen. Privet! Hallo! Hallo! Die Seite heißt Zida Antalya, Freunde der Sonne auf YouTube. Und dann Instagram haben wir auch. Auf Instagram seht ihr mich durchstehen, Freunde. Mit Quatsch, wie ich Action mache und so. Da denkt ihr, das ist doch nicht der Mohammed. Der dreht durch. Also auf Insta habt ihr mehr Action von mir. Die Seite heißt Antalya Side, Freunde der Sonne. Oder schreibt einfach Freunde der Sonne Mohammed, da irgendwie kommt das schon raus. Alter, ich muss mich verstecken im Dasein. Schön kühl. So, gleich sind wir bei dem Hotel, was leider heute gebrannt hat. Aber ich will euch jetzt nicht sagen, ich hole unendlich Informationen da jetzt. Ich muss jetzt gucken, ob ich überhaupt Informationen bekomme vom Hotel. Also es riecht immer verraucht da. Hassan, lass uns einen Pullover kaufen für dich. Hey. Opa! Wenn wir einen finden unterwegs, kaufen wir Pullover. Aber er hat jetzt die Weste zu, das geht jetzt. Die Weste ist verdammt warm. Der sagt, ihnen war kalt, aber hatte die Weste offen die ganze Zeit. Der Hassan braucht manchmal ein bisschen Hilfe. Hier ist das Dream World Palace. Hier in der Nähe muss das Hotel gleich sein, was heute gebrannt hat. Boah, die haben sogar von draußen Eingang für die Shoppingmeile. Boah, die ist wirklich eine heftige Kette, ja. Also nicht die heftige Hotels, heftige Visionen. Boah, die laufen nur Tücher mit kurzer Hose.
Mall, nee, der ist noch Novo Motel. Hier ist das Novo Motel. Was? Ist das das Hotel? Okay, wir sind dem Hotel schon näher. Wir sind jetzt vom Ziel etwa 12, 13 Kilometer entfernt. Wir sind jetzt in Gündoğdu. Ist das das Hotel, das mit den roten Dächern? Sicher? Ja, ja, das ist Crown. Freunde, das Hotel vor uns hat gebrannt heute. Mal gucken, ob wir ein bisschen Information kriegen. Ohne dass das falsch verstanden wird, weil wir filmen ja. Hä? Ja, fahren wir einmal rum, geradeaus weiter. Also dieses Hotel war das. Wie es aussieht, sind Gäste da. Warte mal, bleib mal stehen, vielleicht können die Deutsch. Hallo, könnt ihr Deutsch? Türkisch? Das sind Türkisch weiter. Das waren keine Urlauber. Die haben bestimmt gedacht, wir wollen die anbaggern. Also das Hotel, wir sehen, da ist alles wie beim normalen. Könnt ihr Deutsche lieben? Das Hotel hat ja heute hier gebrannt, ne? War das dieses Hotel? Ja, seid ihr in dem Hotel? Ah, seid ihr nicht. Und habt ihr gesehen, wo es gebrannt hatte da? Ganz oben auf dem Turm. Auf die Seite dann hier. Also diese Seite vom Hotel. Ja, okay. Und dann, danke. Und dann wurde es gelöscht auch direkt. Dann wurde es gelöscht auch, ne? Ja, wir haben das nach. Das habe ich alles nicht. Ach so, okay. Ich danke Ihnen vielmals. Danke. Also hier oben die linke Seite hat gebrannt. Weißt du, ein großes Hotel oder was? Hallo, könnt ihr Deutsch? Deutsch? Ruski? My friend? Fire, fire, finish. Fire. Finish? Sio, da Problem, Sio. Okay, okay, хорошо. Prost, Nastrovia. Nastrovia. Okay, also Feuer ist Ende. Alles gut, die Gäste, denen geht's normal. Warte. Fahr weiter, Hassan. Da machen die sogar Animation. Und hier oben hat es gebrannt. Sieht man da was noch? Nee, eigentlich gar nicht. Also wurde super gelöscht, Freunde. Wo lang, Hassan? Ah, aus dem Rum oder was? Aus dem Rum. Nee, aber da sieht man nicht. Da ist dunkel, Hassan. Ja? Ja, nachher werden wir entführt oder so. Also das ist das Hotel, Freunde. Da oben hat es gebrannt, man sieht aber eigentlich gar keine. Und da ist Licht dann vielleicht da. Da ist nichts Rauch, nichts, also nichts schwarz, oder? Nee, hier nicht. Komm mal hin. Zum Glück nicht viel passiert. Wir fahren jetzt ganz zum Hotel rum. Hassan, wo fährst du uns hin? Zum Vordereingang. Vordereingang? Ja. Gibt's da noch einen? Achso, da war ja gar kein Eingang. Ja, hier ist Vordereingang. Warst du schon mal bei dem Hotel? Ja, wir waren doch vor ein paar Wochen hier vom Freund der Sonne abholen. Ach so, da, Gäste abholen waren wir. Ich zu spät gekommen bin, weil ich dachte, das ist Cedar Crown, gibt's ach nur so. Diese zwei. Bruder Janusz, Karo, wack, Bruder. Weil da ist Licht an, da machen die, glaube ich, irgendwelche Arbeit. Ah, die Dings, die, da wo das Metall ist, die Form. Freunde, da oben hat es gebrannt, weil da sieht man ja auch ein bisschen Löcher. Sollen wir reinfahren? Nee, nicht reinfahren. Warte, seht ihr das? Ich glaube das, weil da machen die das gerade neu. Da machen die das gerade neu, glaube ich. Oder? Guck mal, weil das ist ja hohl da drin. Und die anderen sind voll. Die anderen Türme. Ja. Halala. Ja, wie gesagt, Freunde, zum Glück nicht die paar Glück.
Besser sowas zu zeigen als ein abgebranntes Hotel. Schön, dass man wenig sieht. Nein, nein, lass nichts fragen. Das gehört sich nicht. Die haben jetzt harte Zeit gehabt. Jetzt noch so fragen, so auf neugierig, muss nicht sein. Das reicht, zum Glück nichts passiert. Auf jeden Fall niemand wurde verletzt. Auch keine Rauchvergiftung, nichts. Waren keine Probleme. Dieses Hotel in Gündoğdu war das, Freunde der Sonne. So, jetzt fahren wir wieder Richtung Kümköy. Hier ist Personaleingang. Okay, fahr weiter. Das Hotel hat eine Erklärung abgegeben. Im Spa-Bereich gab es wohl eine starke Rauchwirkung. Keiner wurde verletzt, ja. Zum Glück. Wir haben genug Krisen gehabt dieses Jahr. Wir alle. Okay, fahr weiter. Hier ist Gündoğdu, hier waren wir seltener. In Gündoğdu. Möchtest du was trinken? Hä? Willst du was trinken? Was trinken? Nee, ja. Ich habe wieder Hunger, Hassan. Ja? Ich habe heute echt schon meine vierte Mahlzeit, glaube ich. Danke an lieben Gott. Ja, was willst du essen? Aber so viel, wie ich auch rumlaufe. Ja, brauchst du Energie. Lass mal durch die Stadt Gündoğdu. Freunde, das Gündoğdu, das ist etwa 12 Kilometer von Sida entfernt. Ich mache mal eine kleine Runde hier auch bei den Straßen entlang, weil viele Gäste machen hier Urlaub. Hier sind auch viele deutsche Urlauber. Und dass ihr ein bisschen euch an die Wege erinnern könnt. Hier links rein. Genau. Da ist auch eine schöne Ecke. Ja, hier ist auch manchmal was los. Aber irgendwie, ich war ganz selten hier. Ich lebe so lange hier, aber hier bin ich echt selten. Hier ist auch ein Tattoo-Studio, auch Cleopatra. Hoppa. Vor 15 Jahren hat sie auch mal hier in ein paar Hotels gearbeitet, bei Offenders Beach. Aha. Turan Prince, weiß nicht, ob es sie noch gibt. Guck mal, was ist das für ein Hotel? Direkt Eingang hier so schön. Diamond Beach und Spa Hotel. Hassan, sei mal ehrlich, hast du nicht auch Bock auf Urlaub, ein bisschen im Hotel? Ich schwör's dir, einfach mal ausruhen, 2-3 Tage. Guck mal, hier läuft's auch gut, ja, bei dem Büro. Ja, schöne Ecke, ne? Guck mal. Ja, ja, rappelvoll, ja, ich glaub, Reisebüro. Sehr schön einkaufen, ja. Auch sehr schön einkaufen. Hier geht's echt ab, ey. Liebe Grüße zurück, danke, danke für die netten Worte alle. Hier ist echt was los, Hassan. Oh, hier ist aber auch alles so wie Kümköy vor 20 Jahren ungefähr, vor 15 Jahren. Freunde, die Ecke hier sieht aus wie Kümköy vor 15 Jahren. Oder nicht, Hassan? Noch so ältere Häuser, so kleine Hütten. So, also wie die Türkei eigentlich mehr war. Aber hier hat sich fast gar nichts geändert. Nee, hier hat es gleich geblieben. Ja, ich habe einen Gimbal dabei, Freunde der Sonne. Heute habe ich Gimbal, deswegen wackelt er nicht so, damit ihr keinen Kopfschmerzen kriegt. Ich versuche auch so oft wie möglich mit Gimbal zu fahren. Nur der Gimbal ist halt wirklich schwerer und mein Arm tut weh. Deswegen nehme ich ihn manchmal nicht. Aber ich habe mir jetzt heute gesagt, egal wie schwer der ist, meine Arme werden dicker. Trainieren, Training. Ja, hier können wir drehen. Hier ist Trendy Aspendus. Turan Prinz. Hier ist schon heftig die Ecke irgendwie, ne? Mit Geschäften, so viele auch noch. In so einem kleinen Platz, so viele Geschäfte, ey. Ja, das hier ist. Aber mal gucken, gibt es hier was anderes als woanders? Lass mal schauen. Also hier, das sieht interessant aus, das Geschäft. Hier? Ja. Okay, schauen wir mal so. Sollen wir mal reinlaufen? Wollen wir mal gucken, weißer Pullover? Aber die kennen uns hier gar nicht. Die kennen nicht Freunde der Sonne, sondern ich will nicht wissen, was für einen Preis ich bekomme. Ich kenne die schon. Komm, die kennen uns nicht, Hassan. Nicht? Nachher machen die uns noch an hier mit Kamera, ey. Egal, komm, wir machen. Warte.
Wir sind bereit für Action. Komm, Freunde, wir suchen mal. Wir gucken mal, was hier in Gündo gibt. Geld haben wir ja dabei. Oh, die denken jetzt bestimmt erstmal, wir sind Touris. Was, Hassan? Action-Sachen. Aber das sieht mir alles zu dünn aus da drin. Ich will so ein bisschen Wärmeres. Für Sommer ist das mehr. Wow, was ein schöner Papagei. Wie heißt er denn? Lass ihn. Chef, mach so nichts. Oh, ich zahle nichts. So nichts. Zahl. Hallo. Guck mal, hier sind auch Dings. Fische. Schlange auch? Wo? Wo? Schlangenfisch oder was? Ja. Wo ist Schlange, ja? Ah, ein Aal, Aal. Da ist sogar Aal. Wo tust du es, Summe? Süßwasser. Freunde, ihr seht hier, richtig schöner Friseur. Ja? Der hat hier sogar Aal drin, ja? Das habe ich das erste Mal gesehen. Aber Süßwasser-Aal ist das dann. Schön, ja? Cool, richtig toller Friseur, ja? Vielleicht gestern. Sehr tierlieb, schön. Wie heißt der? Alex. Ha, aus dem Film, ne? Es gibt so einen Film, Grüne Papagei Alex heißt der. Oh, schau mal. Oh, Hassan macht coole Fotos mit Alex. Wow. Cool, Hassan. Haben wir Igunle? Fächer Kleff? Kann er reden? Kann er mal reden? Was? Redet er Deutsch oder Türkisch? Alex, hallo. Beide? Wie geht's dir, Alex? Alex ist am Essen. Ja, okay. Hallo Alex, ich bin Mohammed. Alex, sag mal, Freunde der Sonne. Sonne? Sonne? Wann redet der denn? Der ist aber ein Konnisch. Also, war da Lust hat, ne? Konuşmak için bana sana geliyor kameraya. Gelir mi böyle? Oraya gelmez. Gel mi? Kameraya sıcak. Gel gel. Beiß einmal die Kamera. Beiß, beiß. Beiß die Kamera. Der will die Kamera beißen. Ah! Der will Kamera beißen, Freunde. Wie süß. Opa, opa. Keine Kamera. Freunde, der will zu euch. Da war ich auch gesell, ja. Kommst du zu mir? Nee, ne? Gell, 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 gell. Hat Angst, ja? Okay, das reicht. So, Freunde, jetzt laufen wir mal hier schön. Oh, hier riecht es so schön nach Gewürze. Wir laufen gerade in einem Pazar in der Türkei und gucken, was es Schönes gibt. Mal dabei. Ist gut was los hier? Sie schaut nach Schuhe, glaube ich. Ich lasse es einfach. Warum? Merhaba, merhaba. Hier ist ein Gewürzeladen. Leckere Gewürze gibt es hier. Hassan, was will er? Das ist fantastisch. Where are you from? I'm from Sida. What? I'm from Sida. Where are you from? Ah, Azerbaijan. Merhaba, nice to meet you. Where are you from? Besser ist das, waren wir vor 5 Jahren. Besser ist das, waren wir vor 5 Jahren, okay. Boah, hier ist aber echt gut was los, ja. Wie schön, ich freue mich für alle, die was verdienen. Wo ist denn unser Hassan? Erste Mal lauf hier in Gündoğdu lang, sonst sind wir ja immer Kümke. Wow, die hat aber einen schönen Koffer. Hallo. Merhaba. Ne yapıyorsun? Tanımadın ben. Tanıdım, merhaba. Nereden tanıyorsun?
Bir yerde görüşüp önce işte. Önce hep geliyordun bizim. Nereye geliyordun? Kumköy'de size animasyonluk yapıyordunuz. Sen bir de biladerin atlasın köpek. Yok, senin en küçük kardeşimi diyorsun yani. Tamam. Aynen. Bu kal member var ya, onun karşı tarafında ayakkabı vardı bizim de. Aynen. Olabilir ya, olabilir. Gel. Bir merhaba de, bir merhaba de. Merhaba. Yeter. Tamam, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Merhaba. Merhaba, merhaba. So, Freunde, ich muss Pullover suchen. Hasan, hast du schon irgendeinen Pullover gesehen? Wir brauchen einen weißen Pullover. Ich muss einen weißen, muss aber probieren. Ohne Freunde, ich lebe ja schon 19 Jahre hier, ja, und dann. Ich kenne auch viele von 15 Jahren davor, ich erinnere mich nicht mehr daran. Boah, das ist aber auch schöne Optikgeschäft, ne? Schön mit dem Holz und so, haben die sehr schön designiert. Kapschonsuz beyaz Kazak war mı? Kapschonsuz beyaz Kazak. Komm, wir gucken mal. Warte, dann gucken wir weiter. Guck mal, Hasan, vielleicht siehst du im Geschäft. Ich komme gleich wieder hier in Hasan, nur drin ist Musik laut, dann habe ich Urheberrechtsprobleme. Urheberrecht, hallo. Ja, Freunde, so sieht's aus jetzt gerade hier in Side Gündoğdu. Immer noch alles beim Alten. Alle gehen shoppen. Aber nicht viele haben so die Taschen in der Hand. Darauf achten immer Verkäufer. Wer hat Taschen in der Hand, wer nicht. Wer schon zwei Taschen hat, den sprechen sie gerne an. Wer langsam läuft, wird schnell angesprochen. Wer schnell läuft, nicht schnell angesprochen. Wer viel nach rechts und links schaut, wird angesprochen. Ich guck mal hier drinnen. Merhaba. 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 So, wir gucken, haben wir hier Pullover für mich? Nach Hause. Hier haben wir zum Beispiel Nike-Pullover. In weiß wäre nicht schlecht, aber ich brauche einen ohne Kapuze. Dieses Dior, das fühlt sich nicht schlecht an. Dieses, das fühlt sich echt nicht schlecht an. Mhm. Das sind nur noch Preise. Usta, bu ne kadar fiyatı? O kardeşim, 20 Euro olur sana. 20 Euro. Hmm. Orada bir şey buldun mu? Ya o şey var, o Louis Vuitton beyaz ama çok kalın değil ince. Biraz kalın olması lazım ya. Bu kadar kalın değil. Şey var mı? Small. Small. In meiner Größe, ja. Aber das ist zu langweilig für dich, Hasan. Nee, der Stoff ist gut, aber die Dings ist zu langweilig für dich. Das Small, zeig mal. Doch, schöner Pullover, oder, Freunde? Christian Dior Paris. Doch, der geht eigentlich, oder, Hasan? Passen tut er mir sowieso, ich brauche nicht mal anprobieren. Aber am Preis kannst du was machen, oder? Kennst du uns gar nicht? Ich bin türkisch, ja. Siz türkçünüz diye başlıyorum. Buranın. Takipçi listesi. Şu anda canlı yayında izleyen 339 kişi izliyor. Aynen. Ha. Almanya'da şey misin? Yok, Türkiye'de, Side'de. Side'den mi geldin? Tabii, buradayım ben. Su sporlar yapıyoruz. Ha. Aynen. Ben dedim TikTokçu musun filan. TikTok ne? Ben TikTok'a. Ben TikTokçu oldu, biliyor musun? Bizim Freunde der Sonne. Sag mal einfach hallo liebe Gäste nach Deutschland. Nicht schämen, du siehst gut aus. Tamam, also şey... 15 Euro bırakarım ya. Kardeşim inan vallahi. Gerçekten 15 Euro bırakarız ya. Yo ben bak nasıl giyindim. Çok da bak denemeden alıyorum zaten. Güzel giyinmişsin ama. Biz de yani TL kazanıyoruz. Biraz yardımcı ol ya. İnan bak. Ben zaten işçiyim burada. Çalışanım en son patronum söyledi. Komm, mach für Hasan 5 Euro heute weniger ya. Er hat heute Geburtstag. Hasan. Yani maç diye 25, aber 15 geht. 25, he? Okay. Hasan sagt 10 Euro. Okay, leben und leben lassen, 18 Euro. Leben und leben lassen. 18, okay, super. Tamam, sal ya. Halt fest, Hasan. So, Freunde, 18 Euro, das ist gut. Man darf nicht übertreiben beim Handeln. Wow. Das macht ja Spaß aufzunehmen. Richtig geil. Das ist ja cool.
Ja, willst du nicht direkt mal anziehen? Nein. Später, nein. Okay. Ich bin schön warm eingepackt. Şu ne kadar mesela abi? Kardeşim onu da en son 15 lira yapabiliriz ya. Ben bunu kaça aldım? Ben de 10'a aldım bizim oradan. Evet. Ama işte bizi tanıyorlar işte. Yani. Abi tanımıyor, tanışırız. Sıkıntı yok, geliriz tekrar. Ne sayfası sizinki? Freunde der Sonne abi. Facebook'u aç, hemen sana göstereyim. Ben de Facebook öyle tamam. Şeyler kullanmıyorum. Almanca ben. Biliyorsun ama değil mi? Freunde. 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 Der Sonne. Sonne. 15 Euro und 20 Lira da değil mi? Ne, 30 Euro. Aynen. 20 Lira var mı? 20 Lira. Şey yapalım ya. Var. Bozuk euro vereyim mi? Öyle var. 1 euro varsa 1 euro da verebilirsin. Vereyim mi? 20 euro. Tamam vereyim bir euro ya. Bekle vardır bir yerde. Ich hab kein Geld mehr, Freunde. Ich bin heute pleite. Dur. Teşekkür ederim. Tamam, danke dir herzlich. Wie ist dein Name? Ich bin Ali. Danke, Ali, dass du uns entgegengekommen bist. Ja, ja, riesen Dank. Ich hoffe, auch. Dein Geschäft wird gut laufen immer. Vielen Dank. Aber bist ein sehr höflicher, netter Mensch. Danke, Ali. Herr Ali. Ciao, ciao. Hier haben wir den Pulli gekauft. Einen weißen Pulli von Dior. Aber ehrlich gesagt, das Pulli hat mir echt gefallen. Ich habe es jetzt beim Video nicht so gezeigt, aber ich fand ihn geil. Die Schriftzüge drauf, die Marke klingt irgendwie voll cool. Ich habe mit Marken nicht viel zu tun. Hey, le, 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 le. Mega Tane, echt. Medina Tane. Was ist das denn? Was war's dann? Ich nehme schon, danke. Danke, lieb. Reklam, ja. Reklam. Heide, wir machen Reklam. Nee, ich mach nicht Reklam. Tamam. Heide, görüşürüz. Heide, görüşürüz, lan. Kendine iyi bak, lan. Görüşürüz, lan. Ne yapayım? Heide. Merhaba, merhaba. Heiligler. Freunde, hier haben wir auch einen netten Geschäft. Beren Fashion, ganz, ganz sympathische Verkäufer. Super. Musik, das ist schön, Musik zum Tanzen. Nicht schlimm, die bisschen Musik, das macht meist nichts. Hier gibt es auch Dings. Trikots, ein Trikotgeschäft hier, richtig schön, mit vielen Trikots. Wow, 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 wow. Mann, mach mich doch nicht verrückt. Schuhe? Du machst die Schuhe. Mann, bringst mich wieder zum Lachen, ey. Ja, Freunde, das war Günther oder die Einkaufs-, eine kleine Ecke der Einkaufsmeile. Jetzt fahren wir wieder Motorrad und ich hoffe, euch hat das Video heute ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich könnte manchen Freude bereiten. Wen ich mit diesem Video eine Freude bereitet habe, den möchte ich, dass er auch uns eine Freude bereitet, indem er ein Däumchen hier an der Ecke nach oben gibt. Das motiviert auf jeden Fall für die nächsten Videos. Jetzt muss ich schnell zum Büro weiter ackern, machen, dass wir am Leben bleiben, Freunde. Und dann seht ihr uns bald schon wieder bei der nächsten Folge von Freunde der Sonne. Und nicht vergessen, Freunde, wenn ihr in der Türkei seid, Ausflüge machen möchtet, ruft uns einfach an über WhatsApp. Wir helfen euch sofort weiter, egal wo ihr seid. Wir sind für euch bereit, Freunde. Und Flughafentransfer bieten wir natürlich auch an, Freunde der Sonne. Dann morgen machen wir Geburtstagsparty von meinem Papa. Machen wir eine Atlantis-Bar morgen, die Geburtstagsfeier von meinem Papa. Der wird älter, der wird älter bei Papa. Und wer Lust hat, kann gerne vorbeischauen. Okay, ich danke euch herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Hassan, für deine nette Mithilfe, Mitarbeit. Aber die Jacke, die Weste steht hier echt. Ja, das sieht richtig, das ist genau dein Style, Hassan. Sieht geil aus. Ja, Heide, Görüşürüz, Freunde der Sonne, alles Gute, liebe Grüße aus Antalya, Side, aus der Türkei, adios, amigo, ciao, ciao, bye, bye.